Kollege Paul Lehreder, CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Oft haben wir an dieser Stelle schon den Ausspruch, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht, bemüht. Und damit, Frau Kollegin Bahr, passen Sie auf, ich komme jetzt dahin, wo Sie aufgehört haben, und damit das Prostitutionsgesetz der rot-grünen Regierung aus dem Jahr 2002 gemeint. Und es ist nicht damit getan, zu sagen, jawohl, die letzten Jahre habt ihr nicht schnell genug das Gesetz geändert. Es verhindert nicht die Fehlentwicklung, die 2002 auf den Weg gebracht worden ist. Ja, wir sind 2002 zum Bordell Europas geworden durch die Legalisierung, durch die Erleichterung der Prostitution, insbesondere in Deutschland. Wir wollten die Prostituierten aus dem Schmuddelmilieu holen und gleichzeitig haben wir aber Dinge erreicht, was ich Ihnen nicht unterstelle, was wir auch nicht wollten, aber dass tatsächlich eben schon die Prostitution in keinem Land so leicht durchzuführen war die letzten Jahre wie hier in Deutschland. Das ändern wir jetzt gemeinsam. Darf ich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Ministerin, und Ihrem Team. Wir haben es uns die letzten 2 Jahre wahrlich nicht leicht gemacht. Wir sind, und da bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie die ganze Bandbreite angesprochen haben, wir sind von einer breiten Bandbreite von Prostituierten entsprechend ausgegangen. Die selbstbewusste 23-, 24-jährige Jurastudentin aus Deutschland, die ihre Rechte kennt, die weiß, was sie mit sich, mit ihrem Körper tut, aber auch die 18-jährige Rumänin. Und soweit Sie ausführen, Sie haben den Besuch unter dem Aspekt Rotlicht im Fokus. Liebe Kollegin Pantel, wir sind auch Rotlicht im Fokus nachgegangen. Wir sind eben in Vorbereitung dieses Gesetzes auf den Straßenstrich in Berlin gegangen und haben mit Prostituierten gesprochen. Ja, müssen Sie nicht erschrecken. War natürlich eben hier zur Sachaufklärung aus unserer Sicht durchaus angezeigt. Ja, und da haben wir mit Rumänien, haben wir mit jungen Rumänen, haben wir mit jungen Ungarinnen gesprochen, die angelockt wurden, die mit Loverboy-Methoden nach Europa geholt wurden und die jetzt hier eben schon hier unter Ausnutzung einer wirtschaftlichen, einer physischen, einer psychischen Abhängigkeit, ein Alleinerziehendes, ein Kind, das zu Hause betreut werden muss, in Deutschland ausgenutzt werden. Und für die wollen wir dieses Gesetz verbessern, beziehungsweise wollen wir mit dem Prostituierten-Schutzgesetz eine Möglichkeit schaffen, dass sie tatsächlich außerhalb des Milieus Kontakt aufnehmen und mindestens, Frau Schaus, mindestens alle halbe Jahr natürlich ein Beratungsgespräch eben gerade bei zwischen 18- und 21-Jährigen durchführen, um eine Anlaufstelle außerhalb des Milieus zu haben, wo sie tatsächlich eben sich anvertrauen können, wenn irgendwas passiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist elementar, dieses Gesetz. Muss ich auf ein paar Fehleinschätzungen von Ihnen zurückkommen, Frau Schaus. Es ist natürlich das Vorrecht der Opposition, dass sie über ein Gesetz schimpfen kann, an dessen Entstehung sie nicht beteiligt waren. Hätten Sie die mühseligen Unterredungen, die wir oft genug bis in die Nacht reingeführt haben, um die einzelnen Punkte, die Sie jetzt kritisieren, noch mal eben hier zu beleuchten, mitverfolgen können, dann hätten Sie vielleicht eine andere Rede hier gehalten. Soweit Sie ausführen, durch die Anmeldung werden Frauen in die Illegalität getrieben. Darf ich Ihnen versichern, die Polizei sagt uns, diejenigen, die sich in dem Milieu auskennen, wo Werbung ist, wo der Freier hinkommen will, da kommen wir als Polizisten auch hin. Wir werden sie auch in der Illegalität ein Stück weit finden. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, dass durch die Anmeldepflicht eben hier die Frauen jetzt in die Illegalität getrieben werden, weil natürlich auch unsere Polizei entsprechend die zugänglichen Werbeportale nutzt und natürlich auch dahin geht, wo eben entsprechend hier die Werbung betrieben wird. Punkt 2, Bürokratiekosten. Ja, es bringt mehr Bürokratie, aber hauptsächlich für die Bordellbetreiber. Und es ist tatsächlich so, dass es bisher möglich war, in Deutschland eben schon hier leichter ein Bordell zu betreiben, als eine Pommes- oder eine Chips-and-Fritz-Bude in Mecklenburg-Vorpommern aufzumachen, um eben entsprechend hier da die bürokratischen Regularien zu vergleichen. Ne? Gut, die freiwillige Beratung, Frau Schaus, die Sie angesprochen haben, ist ja recht und gut, wenn es denn so einfach wäre. Aber glauben Sie, dass die 18-jährige rumänische Prostituierte, die eben ohne Sprachkenntnisse in Deutschland anonym, wie der Kollege Warnberg ausgeführt hat, oft die Örtlichkeit gar nicht kennt, dass die den Weg zu einer freiwilligen Beratung so ohne weiteres findet? Deshalb haben wir gesagt, jawohl, es ist eine Pflichtberatung. Wir müssen die eben mit hier beraten, dass sie überhaupt eine Möglichkeit haben, dahin zu gehen. Und wir wollen auch eine Beratung, die ohne den Bordellbetreiber stattfindet. Nur sie letztendlich. Es kann auch nicht eine Anmeldung anonym und bei Online-Portal erfolgen. Wir wollen die Frauen sehen. Und ich will Ihnen eins sagen. Wenn uns in der Anhörung die Sachverständigen aus dem Bereich der Kriminalpolizei sagen, wir können nur die schützen, die wir kennen, dann sollte uns das zu denken geben. Das heißt, wir müssen die Frauen aus der Anonymität, aus der Illegalität herausholen. Und es wurde auch, wenn Sie die Materialien zur Anhörung gründlich durchgelesen haben, Frau Schaus, dann wissen Sie auch, dass die Schätzungen in Deutschland von Frauen und Männern, die derzeit diesem Gewerbe nachgehen, mit einer Bandbreite variieren zwischen 170.000 und 700.000 geschätzten Fällen. Das heißt, niemand hat auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie groß ist die Anzahl derer, die in diesem Gewerbe arbeiten, tatsächlich. Und deshalb ist es wichtig,
Wir schauen dahin, wir bringen Licht in dieses Dunkel, in diese Grauzone eben hier der Gesellschaft. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Herzlichen Dank allen, die konstruktiv mitgearbeitet haben. Herzlichen Dank den Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Man hatte Jahre die letzten zwei. Aber wie schon gesagt, wir haben es jetzt geschafft. Und ich bin heilfroh, dass wir jetzt ein gutes Gesetz auf den Weg bringen, das zugegebenermaßen den guten Willen von Rot-Grün jetzt in eine gute Tat umsetzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet. Und wir